Was geht ab, Leute? Und damit herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play Spinter als Mudrunner auf der PlayStation 4 bei den Challenges. Wir sind jetzt bei Challenge Nummer 5 und haben jetzt die Mission Kranfahrer zu spielen. Ich bin ganz ehrlich zu euch, Leute. Ich habe die Mission gerade schon gemacht, habe aber vergessen, auf den Aufnahmen-Button zu drücken. Ups. Somit mache ich es jetzt gerade noch einmal. Also, wir haben den Kranfahrer. Wir müssen jetzt Baumstämme einsammeln und sie zum Zielort bringen. Und als Bonusziele haben wir niemals die Differentialsperre zu benutzen. Wir dürfen keine Holzzäune zerstören. Und wir sollen nicht unser Fahrzeug und das von anderen zerstören. Das sind jetzt die Bonusziele. Und ich hatte gerade, wie gesagt, schon die Mission gemacht. Und dann ist es so gekommen, dass ich erstmal gesehen habe, ich habe angeblich einen Holzzaun zerstört. Damit konnte ich erstmal ja nichts anfangen. Dann kam aber noch der Bonus dazu, ich habe gar nicht auf Aufnahme starten gedrückt. Keine Ahnung, wie mir das jetzt passiert ist. Aber ist tatsächlich so gewesen. Ich habe vergessen, drauf zu drücken. Okay, deswegen mache ich die Mission jetzt noch einmal. Also, wir sollen Holzstämme an zwei verschiedenen Ladepunkten, ich glaube sogar an drei Ladepunkten, an drei verschiedenen Ladepunkten aufladen. So, das ist unser Kranfahrzeug. Jetzt sind wir an dem ersten Punkt angekommen. Dafür geht ihr dann in den fortgeschrittenen Modus mit Steuerkreuz nach unten. Richtet die Stützen aus, forziert sie, also forzieren heißt runter machen und dann benutzt euren Kran. Rechter Stick ist hoch runter, linker Stick ist nach vorne und nach hinten ausrichten und der rechte Stick rechts links bewegen ist den Kran an sich bewegen. Mit Dreieck macht ihr den Kran auf, packt euch den Holzstamm, zack, wieder nach oben, holt ihn ran, schön weit nach oben, schön ranholen, Kran drehen, komm, so, ranholen, runter machen. Zack, erster Stamm gemacht. Wir gehen aus dem Kran raus, forzieren beenden, ausrichten beenden. Entschuldigung, das war jetzt zu schnell. Kreis drücken, dass wir aus den Dingen rausgehen. Hoffentlich habe ich jetzt keinen Zaun zerstört. Nein, ich glaube, es ist alles gut gegangen. Und jetzt fahren wir direkt zum nächsten Punkt. Vorsichtig, dass hier nichts kaputt geht. Ich habe mich gerade auch gefragt, wo habe ich überhaupt einen Zaun kaputt gemacht? Also, mir ist da gar nichts aufgefallen, dass ich überhaupt irgendwo hätte einen Zaun kaputt machen sollen. Ich bin ja eigentlich immer so ein vernünftiger Fahrer. Zumindest bei diesem Spiel. Passe ich immer auf, dass ich ja nichts kaputt mache. So. Gerade spielt mein Handy ein bisschen verrückt. Jetzt gehen wir vorsichtig hier ran. Nochmal vorwärts fahren. Nochmal rückwärts fahren. Ach, ich glaube, da habe ich den Zaun kaputt gemacht. Leute, guckt mal. Da links, jetzt genau an meiner Hinterachse, ist so ein ganz kleiner Zaun. Ah, da bin ich bestimmt aus Versehen beim ersten Mal drüber gefahren. So, wieder Steuerkreuz nach unten. Ausrichten, forzieren, in den Kran rein. Zack, hoch damit. Nach links, nach links, nach links. Nee, nach rechts, nach rechts. So. Ah, hätte ich mal andersrum gelenkt. Da ist der Holzstamm. Ausrichten. Absenken, Dreieck drücken, packen und wieder andersrum drehen. Denken dran, Leute, der Kran an sich hat einen Begrenzer. Ihr könnt ihn nicht um 360 Grad in einem rumdrehen. Das funktioniert natürlich nicht. So, abgelegt, Kran wieder ein bisschen runter, forzieren, ausrichten, Kran raus. Weiter geht die wilde Fahrt. Vorwärtsgang rein. Und jetzt müssen wir nach rechts und dann nach links. Aufpassen, dass ich nicht den Zaun kaputt mache. Diesmal ist er stehen geblieben. Ich glaube, diesmal kriegen wir hoffentlich den Bonusstern für zerstöre keine Zäune. Also zerstöre keine Zäune, Differentialsperre niemals benutzen und sein Fahrzeug und andere Fahrzeuge nicht kaputt machen. Wir haben nämlich jetzt da die letzte Aufnahmestelle. Da ist es tatsächlich so, dass da der BMW des Nachbarns steht. Sieht aus wie so von 1960, mindestens 90 PS wird da haben. Da muss man jetzt wirklich aufpassen, da müssen wir nämlich rückwärts reinrangieren. In der Hoffnung, dass nichts passiert. So. Da ist er nämlich. Da steht der alte BMW. Ich nenne es jetzt einfach mal BMW. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es einer ist. Ich erlaub mir jetzt einfach mal einen Spaß damit, dass es eventuell einer ist. Das heißt, weit genug hier hoch. Rückwärtsgang rein. Und jetzt rückwärts hier ran. Ein Stückchen vor. Muss natürlich rumkommen. Ah, das sieht schon besser aus. So, langsam rückwärts dran. Zack, wieder an den Kran rein. Ausrichten, forzieren. Kran.
hoch da Dingen, nach links da Dingen. So, jetzt haben wir hier zwei Stämme auf einmal. Kriegen wir die gepackt? Jawohl. Hey, Moment, ich will beide auf einmal haben. Jawohl, möglich ist das nämlich. Möglich ist alles. So, wunderbar, haben wir geschafft. Zwei auf einmal. So, Kran wieder ranholen. Rein damit. Na los. Zack. So, und jetzt können wir nämlich die Befestigungspunkte machen. Moment, das war jetzt falsch. So, auswählen, Beladungspunkte kassieren. Somit ist der Kran jetzt beladen und bereit zum Abtransport zu unserer Stelle, wo wir es hinbringen sollen. Wenn ihr nämlich die Beladungspunkte bekommt, dann hat er automatisch den Kran voll gemacht, beziehungsweise den Auflieger voll beladen und klappt sogar auch euch den Kran wieder ein. So, damit wir ja nicht die Differentialsperre benutzen müssen, halte ich mich jetzt mal so ein bisschen am Rand hier entlang. Weil ich möchte nicht die Differentialsperre benutzen. Na klar, haben wir im Regelfall auch noch die die Winde, die wir nutzen können. Da ich das aber gerne so schaffen möchte, machen wir es natürlich so. So, Knallgas, noch einen Gang höher. Ab ins Ziel. Und wir müssen es geschafft haben. Darab haben wir noch eine Auszeichnung als Kranfahrer. Wir haben volle 3 Sterne, liebe Leute. Alles geschafft, was dazugehört, Leute. Und damit sage ich schon mal wieder vielen Dank fürs Zuschauen in diesem kleinen Let's Play Spinter ist Smart Runner für die PlayStation 4. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es so ist, Däumchen nach oben nicht vergessen. Ansonsten allen noch einen schönen Tag. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Livestream. Bis dahin, bis zur nächsten Challenge. Tüdelü und tschüss.